Herzlich willkommen zu meinem ersten Video aus der Reihe Aufgabenstellungen zu Scratch Cara. Die Aufgabenstellung besteht darin, betrachte den Aufenthaltsort von Cara in der hier abgebildeten Welt. Cara soll um den Baumstumpf herumlaufen und dann zum Stehen kommen. Du darfst aber kein Element aus dem Bereich der Steuerung verwenden. Das Ganze schaut dann so aus. Ich lasse jetzt Cara hier loslaufen. Cara läuft los und läuft um den Baumstumpf herum. Bleibt dann stehen. Setze mal hier zurück und zeige dir dann auch die Lösung. In dem Fall ist ja die Vorgabe gewesen, kein Element der Steuerung zu verwenden, also nichts hier aus diesem Bereich, sondern wirklich nur mit den Anweisungen zu arbeiten. Da sehen wir hier dann diese Befehlsfolge, also einen Schritt voraus und so weiter. Ich blende das jetzt hier Schritt für Schritt dann ein, gehe ich das durch, geht den ersten Schritt voraus, Move, und nochmal der erste Schritt, Turn. Left wird dann gleich erfolgen. Dann geht es darum, einen Schritt zu machen. Dann geht es gleich darum, sich nach rechts zu drehen, wird das ausgeführt. Dann geht es wieder einen Schritt voraus und so weiter und so fort. Somit hat man hier das Programm so geschrieben und damit die Lösung dann erbracht. Das heißt, Cara ist am Ende des Baumstumpfes dann angekommen.